Die Mondreise. Schaut her, die Pappmeyers bauen gerade eine Mondrakete. Sie wollen auf den Mond fliegen, denn dort waren sie noch nie. Bin gespannt, ob der Mond aus Käse ist, sagt Bert. Na, woraus sollte er denn sonst sein? Wäre er sonst wohl gelb, meint Onkel Jo. Sie fliegen zu viert. Onkel Jo, Yogi, Bert und Robi. Tante Pepsi kommt nicht mit, weil sie noch die Wäsche aufhängen muss. Vergesst nicht, das Käsemesser einzupacken, sagt sie. Bald ist alles fertig und es kann losgehen. Kommt pünktlich zum Mittagessen zurück und seid höflich zu den Mondmenschen, wenn ihr sie trefft, ruft Tante Pepsi, bevor sie abfliegen. Der Start funktioniert ganz ausgezeichnet. Tante Pepsi ist sehr erleichtert. Bleibt nicht zu lange, ruft sie ihren Männern nach. Leider geht etwas schief. Die Mondfahrer landen nämlich nicht auf dem Mond, sondern ausgerechnet im preisgekrönten Blumengarten des Pappmooses. Und die Pappmooses und die Pappmeyers sind ganz voller Russ und halten sich gegenseitig für Mondbewohner. Die Mondwesen sind bewaffnet, flüstert Robi Onkel Jo zu. Nichts wie weg, Männer, brüllt Onkel Jo. Die Pappmooses brüllen auch vor lauter Angst. Zum Glück können die Astronauten flüchten, bevor die Mondwesen sich von ihrem Schreck erholt haben und ihnen gefährlich werden können. Der Mond ist also nicht aus Käse, sagt Bert auf dem Heimflug. Bald landen unsere Freunde wieder sicher zu Hause. So früh schon zurück? Fragt Tante Pepsi. Sie ist ein bisschen sauer wegen der Wäsche, aber nicht sehr. Die vier sind sehr froh, dass die Mondreise so glücklich geendet hat. Das muss gefeiert werden, meint Onkel Jo. Deshalb machen sich die Pappmeyers fein und gehen ins Kino. An der Nachrichtentafel im Zentrum stehen schon die Neuigkeiten über die Mondbewohner, die bei den Pappmooses gelandet sein sollen. Wie schade, sagt Onkel Jo. Ausgerechnet heute, wo wir nicht da waren.